Hallo, ich freue mich so sehr, dass du hier bist zu der vierten Stunde dieses Kurses. Und ich lade dich ein, zu Beginn dir einmal klarzumachen, dass du diese Reise gemacht hast, wenn du dieses Video schaust. Oder vielleicht hast du auch intuitiv nach Themen und nach Zeit, die du hast, die verschiedenen Stunden ausgewählt. So oder so wäre es vielleicht hier eine Möglichkeit, einmal zu überlegen, wie diese Reise für dich war. Wo standst du zu Beginn? Wo stehst du jetzt? Gab es vielleicht Übungen oder Praktiken, die du vielleicht schon integriert hast in deinen Alltag, die dir irgendwie gut getan haben? Gab es vielleicht ein Video, das du immer wieder geschaut hast, weil da was war, was dich angesprochen hat? Hast du vielleicht eher intuitiv reingespürt, was brauche ich gerade, ich suche mir das aus? Und hier gibt es kein richtig und kein falsch, ich lade dich einfach ein. Die mini, mini kleinen Prozesse, die manchmal ablaufen, auch wenn wir denken, oh, manchmal war gar nicht viel und eigentlich ist immer irgendwas gewesen. Also Mini-Unterschiede auch wahrzunehmen. Vielleicht merkst du auch einen großen Unterschied. Und das ist wunderbar. So oder so freue ich mich so sehr, diese Reise mit dir zu machen. Und lade dich jetzt ein zu der letzten Kursstunde mit dem Thema Klarheit. Clear your mind. Und diese Kursstunde beginne ich mit einem Gedicht von Mary Oliver, einer amerikanischen Poetin. Und ich habe mich dazu entschieden, es auch auf Englisch vorzulesen. Der Titel heißt Wild Geese, also wilde Gänse. Und du findest auch eine schöne deutsche Übersetzung im Internet, wenn du das ergoogelst. Aber sie kommt der Atmosphäre, die dieses Gedicht transportiert, leider nicht ganz gleich. Deswegen, weil ich es so liebe, lese ich es auf Englisch vor und mir hoffe, du kannst da gut mitgehen. Ich beginne. Wild Geese, Mary Oliver. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees. For 100 miles through the desert, repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes. Over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting. Over and over announcing your place in the family of things. Und aus diesem Gedicht lade ich dich ein, wenn du magst, mit mir gemeinsam eine Intention zu setzen für diese Stunde. Natürlich bist du auch hier ganz frei, deine eigene Intention zu finden. Und die Intention dieser Stunde könnte sein, deinen wunderbaren Körper, dieses sanfte Tier, lieben zu lassen, was es liebt. Im Sinne des Satzes, you only have to let the soft animal of your body love what it loves. Ich lasse meinen Körper, dieses sanfte Tier, dieses sanfte Gesamtsystem in seiner Natur weiterfließen. Finde hier gerne deine Worte. Ich lasse meinen Körper, dieses sanfte Tier, lieben, was es liebt. Und dann kommen wir von hier in eine kleine Übung, wenn du magst, um einzuchecken mit dir, mit der Reise, die du vielleicht gemacht hast,
du die Kursinhalte nacheinander angeschaut hast und mit deinem jetzigen Zustand. Und im Yoga gehen wir davon aus, dass es verschiedene Körperhüllungen gibt, die von außen nach innen gehen. So kannst du dir das vorstellen, bis wir bei dem, wie genannt, diesem heilen Kern, diesem wahren Selbst, dem eigenen Wesen ankommen, auch Atman genannt. Und die Körperhüllen gehen quasi von einer physischen Hülle über eine Energiehülle zu einer emotional-geistigen Hülle, zu einer Bewusstseinshülle, blub, bis hin zu einer Verbundenheitshülle und dann zu deinem wahren Selbst. Also das kannst du dir vorstellen, dass es wie so verschiedene Schichten deiner Persönlichkeit sind und im Sinne des Yogas wie Energiefelder, die um dich herum sind mit Informationen, die alle mit Informationen geladen sind sozusagen im Feld um dich herum. Und im Kern ist dein wahres Selbst. Genau. Und dafür lade ich dich ein, wenn du magst, zunächst nochmal einmal dich umzuschauen und dich im Außen zu orientieren. Das heißt, hier wirklich nochmal anzukommen. Du kennst die Übung mittlerweile gut, deinen Blick schweifen zu lassen. Vielleicht bist du am selben Ort, vielleicht bist du an einem anderen Ort. So oder so, nimm hier nochmal gerne die Dimensionen wahr. Das heißt, was ist vor dir, was ist neben dir. Und was ist hinter dir? Vielleicht kommt ein tieferer Atemzug oder ein Schlucken. Vielleicht gibt es auch hier wieder schöne Anker im Außen, die dich bereichern. Oder Dinge, die du zählen magst, die du benennen magst. Lass dir hier gerne nochmal 10 bis 20 Sekunden Zeit. Checke ein. Zunächst im Außen und dann gleich im Inneren. Und wenn du magst, dann kannst du schauen, ob es stimmig für dich ist, die Augen zu schließen oder sie offen lassen, sie irgendwo ruhen lassen. Und dann komm gerne mit auf die Reise durch deine Körperhöhlen. Wir beginnen mit der Anumaya Kosha, der physischen Hülle. Und dann schau mal, wie ist dein Körper gerade da? Was kannst du wahrnehmen? Gibt es vielleicht angenehme Empfindungen, die im Vordergrund stehen? Ist irgendwo was locker oder weich oder neutral? Oder einfach okay. Welche Körperregion kannst du hier wahrnehmen? Welchen Körperbereich? Da gibt es vielleicht auch unangenehme Empfindungen, wie zum Beispiel Schmerzen. Und lass hier so ein bisschen wie bei einem Bodyscan deine Wahrnehmung sanft sich bewegen. Einmal alles begrüßen über die Wahrnehmung. Und nichts muss hier verändert werden. Es darf genauso sein, wie es gerade ist. Von hier aus gehen wir weiter zu deiner Energiehülle, der Pranayama-Kosha. Welche Energie bist du gerade da? Fühle hier vielleicht auch rein, nimm eine gewisse Atmosphäre wahr, in der du gerade da bist, eine Grundenergie. Ist dir vielleicht eher gehetzt und irgendwie ein bisschen unruhig? Ist die eher so, hui, ganz müde, energielos oder so ein bisschen von beiden?
Oder ist sie vielleicht recht balanciert, neutral, wach und präsent? Ist da ganz viel Energie oder ganz wenig? Und von hier aus gehen wir weiter zu der Manomaya Kosha, der Emotions- und geistigen Hülle, also gedanklichen Hülle. Sind gerade präsent an Gefühlen, an Emotionen und auch an Gedanken? Was kannst du da wahrnehmen? Wie fühlst du dich gerade? Und welche Gedanken entspricht diese Gefühle sozusagen oder reagieren da drauf oder beschreiben sie Sätze oder Wörter? Und von hier aus reisen wir weiter zu deiner intellektuell-geistigen Hülle sozusagen, einer Gewahrseinshülle. Also es ist was anderes als die Gedanken, es hat eher was von einem Gewahrsein. Es ist auch nicht wirklich Intellekt, auch wenn es häufig so beschrieben wird, es ist eher ein Bewusstsein, eine Bewusstseinshülle. Die Vijnana Maya Kosha. Und schau mal, wie ist das gerade, auf dieser Ebene zu sein? Aus einer Ebene des beobachtenden Gewahrseins. Eine Ebene, die nochmal was anderes, ein anderes Geschmäckle hat als Gedanken und Empfindungen, sondern die das quasi beobachten kann, die das im Gewahrsein hält und vielleicht auch noch drumherum mehr ist als das. Die nicht damit verschmolzen ist, identifiziert ist, sondern ja gewissermaßen drüber schwebt. Gibt es in dir diese Art beobachtendes Gewahrsein? Nimm dir auch hier einen Moment, um zu erforschen, wahrzunehmen. Und von hier aus reisen wir weiter zu der Verbundenheitshülle, auch genannt Bliss, also so ein ganz tiefes Freudegefühl, Lebensfreude, der Anandamaya Kosha. Und vielleicht magst du hier mal schauen, was kannst du hier wahrnehmen an Verbundenheitsgefühl, vielleicht zu dir selbst. Vielleicht auch zu anderen, zu Orten deiner Umgebung oder auch zu Menschen oder Tieren. Was bringt dir Freude ins Leben? Richtig tiefe Freude. Ein Gefühl von Verbundenheit. Jetzt sind wir schon sehr nah dran an deinem wahren Wesen, unserer wahren Natur. Und das ist so der letzte, das ist der innere Kern dieser Höhlen. Vielleicht magst du auch hier begrüßen, wenn du einen Körperbereich hast, dem das entspricht, deine Hände dorthin zu legen. Und einfach wahrzunehmen. Das ist das
Vielleicht fühlst du das, dass es das gibt. Vielleicht ist das ganz neu für dich und du denkst dir erstmal, ha. Und das ist völlig okay. Vielleicht gibt es aber auch in dir so eine Idee davon, dass es noch mehr gibt, außer dem, was du wahrnehmen kannst mit deinen Sinnen. Und dass es irgendwie noch mehr an Informationen gibt, auch im Hinblick auf transgenerationales Trauma oder Epigenetik. Also es gibt scheinbar noch mehr Informationen als die, die für uns jetzt so mit unseren Sinnen hier im Außen greifbar sind. Und das ist das, da so viel mitschwingt. Und vielleicht gibt es auch in dir das Wissen darum, dass es eine Kraft gibt, die irgendwie anders wirkt als das, was wir hier in der materiellen Welt erleben. Eine Kraft in dir, wie auch immer du das beschreiben möchtest, mit welchen Worten. Und dann lade ich dich nochmal ein, dich an die Intention zu erinnern, bevor wir in die Bewegung kommen. Du musst nicht gut sein. Du darfst einfach das sanfte Tier, dein Körper als ein sanftes Tier, lieben und tun lassen, was er liebt. Denn so viel Wissen um Regulation und das, was uns eigentlich entspricht, ist in uns. Ist in unseren uns angeborenen Reaktionen auf Ereignisse, in unserem Nervensystem. Und es bedarf manchmal, das wieder so freizubuddeln, die ganzen Schichten, bis wir damit wieder verbunden sind. Und dann, wenn du magst, lass uns beginnen. Und von hier aus bring wieder ein bisschen Lebendigkeit in deinen Körper. Schau, ob du vielleicht einmal deine Beine auslockern möchtest. Oder je nachdem, wie du gesessen hast, wo du gesessen hast, du dich vielleicht regeln und strecken möchtest. Und dann gehen wir hier noch in eine kleine Augenübung. Du kannst deine Beine jetzt auch vielleicht andersrum verkreuzen, wenn wir uns setzen. Oder du findest einen anderen Sitz, bevor wir in eine Form von Sonnengrüßen kommen. Eine sehr sanfte Form dieses Mal. Und für diese Augenübung, die machen wir, um so ein bisschen unser ventrales System zu aktivieren. Da sind die Augenmuskulatur ist da ganz wunderbar, weil die ganz eng kooperiert mit verschiedenen, also mit dem Vagusnerv und die gesamte Gesichtsmuskulatur kooperiert ganz eng. Also viele dieser Nervenbahnen mit dem Vagusnerv und dementsprechend kann man da gut ansteuern, um Regulations in dein System zu bringen, Regulationszeichen wirken zu lassen. Und für manche Menschen sind es die Augen, für andere ist es eher die Atmung oder die Stimme. Aber ich mag dir hier einfach die Bandbreite anbieten, um dass du so ein bisschen aussortieren kannst und auch für dich reinsortieren kannst. Und manchmal verändert sich das auch mit der Zeit. Und das ist eine sehr leichte, unkomplizierte Übung, kommt sehr unspektakulär daher. Du könntest deine Hand hier hinstrecken, so als kleiner Anker, aber das muss gar nicht sein. Wenn du kannst mit rechts beginnen, vielleicht dein rechtes Ohr zur rechten Schulter bringst und hier eine schöne Dehnung hast, auch hier könntest du jetzt mit gegendehnen. Aber es geht uns gerade nicht so sehr um die Dehnung, auch wenn die angenehm ist, sondern eher darum, jetzt auch die Augen mitwandern zu lassen. Das ist ein bisschen eine andere Variante der Grundübung. Und du kannst hier mal schauen, ob du deine Hand hier in dem Augenwinkel siehst oder vielleicht deine Schulter. Und jederzeit, wenn du merkst, oh, da kommt vielleicht so ein Atemzug oder ein Schlucken oder ein Bedürfnis, wieder rauszugehen, dann geh dem nach. Oder auch ein Gähnen. Und dann lässt du den Kopf so und nimmst die Augen diesmal diagonal rüber Richtung Decke. Also wanderst mit den Augen jetzt in die komplett entgegengesetzte Richtung, nach gegenüber, schaust zur Decke. Und auch hier warte gerne wieder auf ein kleines Regulationszeichen. Bleib da maximal 30 Sekunden und wandere dann wieder in die Mitte, richte wieder deinen Kopf auf. Komm hier einmal an, spür nach, finde wieder die Mitte. Und dann gehen wir direkt auf die andere Seite, indem du jetzt die linke Hand, bei mir ist es die linke Hand, die linke Seite, erdest und den Kopf zur linken Schulter bringst.
Und hier zunächst einmal die Augen in die Augenwinkel wandern lässt, vielleicht die Hand ziehst oder deine Schulter. Und auch hier wartest, ob ein Regulationszeichen kommt, ein Impuls zu gehen oder zu schlucken. Es kann bei dir auch deutlich länger sein und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Und dann, je nachdem, wann es für dich stimmig ist, wanderst du mit den Augen wieder in die gegenüberliegende Richtung, Richtung Decke oder Himmel. Nach ganz außen, so wie das eben geht. Bleibst auch hier für einen Moment. Maximal 30 Sekunden. Und kommst wieder in die Mitte. Hebst deinen Kopf an. Um zu integrieren, kannst du sehr gerne einmal so einen Kopfwender machen. Von einer Seite auf die andere nochmal zu schauen. Und dann einmal nachzuspüren. Dich an deine Intention zu erinnern, wenn du magst. Du musst nicht gut sein. Lass deinen Körper das lieben, was er liebt. Und dann finde mit mir, wenn du magst, an das Ende deiner Matte oder an deinen Teppich. Und wir beginnen das Ganze im Kniesitz. Also entweder mit dem Fußrücken geerdet oder auf deinen Zehen. Und diese Variante von den Sonnengrüßen ist der tibetische Sonnengruß, indem wir uns über diese Haltung hin zu einem tiefen Ausfallschritt bewegen, über die Kindhaltung auf die andere Seite finden. Und das Ganze machen wir ja vielleicht viermal, also zweimal auf jeder Seite. Und wir beginnen mit der Sonnenatmung, wie du das auch kennst aus dem Sonnengruß. Einatmend wirst du hier lang. Ausatmend erdest du die Hände. Und kommst hier erstmal in den Vierfüßlerstand als Begrüßung. Und ich lade dich hier ein, hier einen Moment zu bleiben, zu schauen, brauchen deine Hände noch etwas mehr Dehnung? Möchtest du die lockern? Möchtest du hier vielleicht in Katze-Kuh-Bewegungen kommen? Lass dir hier gerne einen Moment Zeit. Katze-Kuh oder zu lockern. Einige Male und in dem Spektrum von Bewegung, die sich für dich jetzt gerade stimmig anfühlt. Und wenn du so weit bist, wenn du das Gefühl hast, ja, jetzt schon ein bisschen gelockerter, wenn du das Gefühl hast, du brauchst viel länger, dann geh dem super gerne nach. Ansonsten reise mit mir gerne weiter, indem du den linken Fuß nach vorne bringst. Jetzt sind deine Hände auf der Innenseite und du könntest den Fuß aber auch in die Mitte nehmen. Das ist ein bisschen Geschmackssache, es hat auch damit zu wie Platz hier ist aufgrund von Bauch oder ähnlichem oder auch wie tief du die Dehnung magst. Das hier hat mal eine leicht andere Qualität als diese Variante und beide sind gleich viel wert. Schau, ob du hinten unter dem Knie noch etwas haben willst. Komm hier ganz kurz an in dieser Dehnung. Gerne ein oder zwei Atemzüge, nimm dir hier Zeit. Vielleicht möchtest du etwas tiefer gehen, vielleicht brauchst du noch mehr Höhe und kannst dir hier Kissen oder Yoga-Blöcke zur Hilfe nehmen, da höher zu kommen. Atme, wenn du merkst, es wird eng oder irgendwas zieht sich in dir zusammen, dann lass da deinen Atem fließen. Und dann lade ich dich ein, mit deiner nächsten Einatmung dich bewusst aufzurichten, und zwar über die Kraft deines Fußes hier, deines Beines, nach oben zu kommen und ausatmen, die Hände wieder runterzubringen. Stell deinen Fuß zurück und komm in die Kindhaltung für einen Moment. Ein Atemzug hier, ein und aus. Die Hände bleiben hier aktiv, der Kopf wird nicht ganz abgelegt. Und dann könntest du das Ganze auf der anderen Seite mit mir wiederholen, wenn du magst. Eine fließende Bewegung, eine Welle, einatmen, Arme nach oben, ausatmen, nach unten. Komm hier gerne wieder in den Vierfüßlerstand, schenken dir für einen Moment Katze-Kuh-Bewegungen. In diesem ersten Durchgang ist mir das wichtig, alles einmal aufzuwecken
Und die Freiheit entstehen zu lassen, wirklich loszulassen von dem, was Yoga, was wir denken, was Yoga sein sollte, hin zu dem, was sich stimmig und gut anfühlt. Ansonsten entsteht Druck in unserem System. Der Druck ist eigentlich nie gut. Genau. Und dann bring hier gerne, wenn du soweit bist, deinen rechten Fuß nach vorne. Und auch hier auf dieser Seite die herzliche Einladung zu schauen, soll der Fuß ganz außen stehen oder vielleicht zwischen deinen Händen. Und die herzliche Einladung, ein bisschen zu bewegen und nachzuspüren, einmal anzukommen bei diesem ersten Durchgang. Und dann, wenn du soweit bist, wieder über die Kraft deines Fußes, deiner Beine und deiner inneren Mitte dich nach oben aufrichten. Hier lang werden, groß werden und ausatmen, wenn du magst, wieder nach unten kommen. Bein zurückstellen, über die Kindhaltung, für einen Moment einen Atemzug ein und aus. Mit den Händen zurückwandern und hier ankommen. Wir machen nochmal genauso einen Durchgang auf beiden Seiten. Einatmen, die Hände weit nach oben. Ausatmen, nach unten. Einatmen, in den Vierfüßlerstand, über den Vierfüßlerstand, diesmal direkt den Fuß nach vorne bringen. Und natürlich darfst du dir hier helfen, das wird gar nicht so automatisch passieren. Mit deiner nächsten Einatmung dich aufrichten. Und ausatmend die Hände wieder erden. Fuß zurückstellen, Kindhaltung. Einmal ein und aus. Und dann mit den Händen zurückwandern in den Kliniensitz. Und wir wiederholen auf der anderen Seite. Einatmen, Arme weit nach oben. Ausatmen, nach unten. Nach vorne wandern. In die Vierfüßler, in den Vierfüßlerstand und darüber direkt den rechten Fuß nach vorne bringen. Mit deiner nächsten Einatmung dich aufrichten. Ausatmen, wieder tief. Fuß zurückstellen, Kindhaltung, ein und aus. Und dann wieder zurückkommen. Stehe gern einen Moment nach, lass es wirken oder führe noch einen Durchgang durch. Und dann lade ich dich ein, dir Zeit zu lassen, für den Übergang ins Stehen zu kommen. Zum Beispiel, indem du die Hände erdest, die Füße aufstellst und erstmal in die Vorbeuge findest. Vielleicht möchtest du hier ausbaumeln lassen oder du findest ganz andere Wege, dich aufzurichten. Vielleicht möchtest du erstmal in die halbe Vorbeuge kommen und da so ein Wechselspiel einladen zwischen Vorbeuge und Auftauchen. Ich habe hier die schönen Blumen vor mir. Das ist natürlich ganz wunderbar, um aufzutauchen. Und wir treffen uns im aufrechten Stand. Finde deinen Weg. Und dann lass dir auch hier Zeit zwischen dem Wechsel von unten nach oben, deinen Kreislauf sich anpassen zu lassen. Dass ihr alles mitkommt, mitfindet, schau dich vielleicht nochmal um und erinnere dich auch hier nochmal an diese wertvolle Intention. Du musst nicht gut sein, sondern einfach deinen Körper machen lassen. Das machen lassen, was er liebt, was er tut. Und von hier aus lade ich dich zu einer kleinen Stabilisierungsübung ein. Dafür kannst du dir vorstellen, dass du
wenn du deine Hände nach oben streckst, das ist wie so, als würden deine Hände an Marionettenfäden hängen. Und lässt der Marionettenspieler so die beiden Hände los, dann die Unterarme, dann die ganzen Arme, dann deinen Oberkörper und dann kommst du in die Vorbeuge. Und dann rollen wir uns gleich wieder Wirbel für Wirbel auf und bringen so eine Neuausrichtung deiner gesamten Wirbelkörper, die sich aufeinander schichten. Also, ich lade dich hier ein, deine Arme einmal lang zu strecken und dir vorzustellen, oben hängen diese Fäden dran, die ich gerade erwähnt habe. Und dann zunächst lässt der Marionettenspieler, deine Marionettenspielerin oder wie auch immer du dir da vorstellen magst, ein bisschen mehr Faden los und deine Hände klappen vor. Dann wird noch mehr losgelassen und deine Unterarme klappen vor und dann deine Schultern. Und dann lässt du die Puppe langsam sinken und der ganze Körper sinkt nach vorne. Du kannst dir deine Knie gerne leicht beugen. Du kannst dir auch relativ quasi durchgedrückt lassen. Aber ein bisschen Spielraum würde ich dich auf jeden Fall dazu einladen, das zu lassen. Und dann schau, dass du nicht so ganz vorne auf deinen Füßen bist, aber auch nicht ganz hinten, sondern dass du irgendwo in deiner Mittelachse bist. Und von hier aus lade ich dich ein, dir vorzustellen, dass quasi deine Füße jetzt fest auf dem Boden stehen und aus deinen Füßen wächst dein Schienbeinknochen. Wächst du gerade raus und daraus wächst ganz gerade auch dein Oberschenkelknochen. Und dann hast du hier eine feste Linie und dann ab der Hüfte aufwärts oder ab dem Becken, ab deinem Steißbein, das hier unten reinläuft, bemühst du dich wirklich Wirbel für Wirbel, bleibst in deiner Mittelachse Wirbel für Wirbel aufzurollen. Unten deine Beine sind ganz stabil, dein Rhythmus, dein Tempo. Jetzt würdest du so eine Perle auf die andere drauffädeln, rollst dich hier Wirbel für Wirbel auf. Ganz, ganz, ganz zum Schluss kommt erst der Kopf. Und kommst du wieder an. Und schau mal, wie sich das anfühlt. Ob sich irgendwas verändert hat an deinem Körpergefühl. Fühlst du dich vielleicht irgendwie geerdeter, zentrierter? Fühlst du dich vielleicht fester, als könnte ich jetzt so schnell nichts mehr umpusten? Fühlst du dich vielleicht irgendwie schwerer? Nimm das wahr, vielleicht kommen dir innere Bilder. Oder es ist ein ganz neues Körpergefühl für dich. Du kannst diese Übung auch super gerne nochmal wiederholen, wenn du das vielleicht brauchst, einen zweiten Durchgang zu haben, um mehr Sicherheit zu empfinden. Dann pausiere kurz das Video oder schau nochmal, spul nochmal zurück. Und wir machen von hier aus weiter mit vielleicht diesem anderen Körpergefühl, das sich jetzt gerade eingestellt hat, in deiner Ausrichtung, in deiner Klarheit. Denn eine stabile Basis ermöglicht uns Klarheit in den oberen Energiezentren und auch eine klare Anbindung nach oben, einen klaren Kopf. Das macht Sinn, oder? Wenn wir stabil sind, dann haben wir einen klaren Kopf. Ich lade dich jetzt von hier aus ein, aus dieser stabilen Basis deine Füße ganz weit zu öffnen. Weiter als hüftschmal sozusagen. Und deine Arme auch mitzunehmen, wenn du magst. Also vielleicht deine Handgelenke ungefähr über deinen Füßen, vielleicht auch nicht, ist auch egal. Daran könntest du dich orientieren. Und wir kommen hier in die sogenannte einfache Variante, eine sehr einfache Variante des Dreiecks, indem du dich einfach von hier aus, auch hier kannst du gucken, dass deine Knie angenehm gebeugt sind, nach ganz, ganz, als würdest du hier was greifen wollen, dass man nach ganz, ganz rechts bringt, so weit wie es geht, als würde einer deine Hand ziehen wollen und du versuchst es zu holen, willst die Hand ergreifen und dann, wenn nicht mehr weiter geht, dann beugst du dich nach unten und wehst hier lang. Und das kann durchaus intensiv sein. Schau, ob dein Kopf nach vorne schauen darf, ob der nach unten guckt und dich noch ein bisschen mehr
zu stabilisieren durch den Blick oder ob er sich vielleicht sogar wenden möchte. Und dann schauen wir, wie weit dein Arm hier geht. Ich merke, für mich ist diese Dehnung heute sehr intensiv. Vielleicht ist es für dich gut möglich, den oberen linken Arm ganz weit nach oben zu bewegen. Aber auch hier, die Bewegung muss nicht statisch sein. Das darf pulsieren, das darf fließen. Du kannst auch das Spektrum einfach so ein bisschen erkunden mit deiner Atmung. Schauen, oh, was passiert, wenn ich da bin? Deinen Körper hier wirken zu lassen oder auch mal über dich zu greifen. Genau, und du stützt dich hier unten nicht unbedingt ab, sondern deine Hand ruht hier. Bleibst hier so lang, wie es für dich angenehm ist. Wenn du das Gefühl hast, es ist genug, dann tauchst du wieder auf. Und sonst bleib hier gerne noch 2 bis 3 Atemzüge. Nochmal die Dimension zu erforschen. Und hier in deine Flanke vielleicht auch zu atmen, bis da in die Dehnung im Becken- und Hüftbereich. Und wenn du soweit bist, dann tauchst du wieder auf. Finde hier in deine Balance, in deine Mitte und wandere auf die andere Seite. Auch hier wieder nach ganz, ganz links, als würdest du deine Hand ergreifen wollen. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann beugst du dich tief. Es kann gut sein, dass die Seiten sich ganz unterschiedlich zeigen, dass es dir leichter fällt, in die Dehnung zu kommen, je nachdem, was vielleicht von der Nacht noch so im Körper mitschwingt oder von Verspannungen und Verknotungen über dein Fasziennetz. Auch hier finde gerne die Freiheit für dich, dich so zu bewegen, wie du das gerade brauchst. Vielleicht tut es dir gut, in der etwas starreren Haltung zu bleiben. Vielleicht tut es dir aber auch gut, die Freiheit zu haben, deinen Arm zu bewegen, so ein bisschen zu erkunden, wo geht's hin, in diese Dehnung reinzuatmen, auch den Arm an deine Seite zu legen. Und gönn dir hier nochmal 2 bis 3 Atemzüge. Jederzeit, wenn es dir genügend ist, dann tauchst du wieder auf. Und dann, wenn du soweit bist, kommst du wieder nach oben. Und dann lade ich dich hier ein, einmal alles ganz zu dir zu bringen, hier vielleicht in die Umarmung zu kommen, deine Füße bewusst wieder nebeneinander zu stellen, von der Weite in die Zentrierung zu finden. Schön könnte es hier sein, deine Daumen nach vorne zu strecken, egal wie rum, deine Hände übereinander zu legen, dann die Daumen nach unten zu bringen. Deine Finger ineinander zu verschränken und vor deinen Körper zu. Also hier wieder eine Überkreuzbewegung einzuladen, um mit deinen Gehirnhälften nochmal anders zu agieren, die wieder miteinander in Kommunikation zu bringen, sozusagen. Zu schauen, wie du jetzt gerade stehen möchtest, einmal nachzuspielen, wie das ist, von dieser Weite wieder in die Zentrierung zu finden. In deine Mitte. Festzustellen, was dein Körper so alles kann an verschiedenen Bewegungen. Und dann wieder locker zu lassen, zu lösen. Wir bleiben noch bei den stehenden Haltungen. Und ich lade dich hier ein, einen großen Schritt nach vorne zu machen oder einen großen Schritt nach hinten. Also wenn du hier stehst, könntest du einen großen Schritt nach vorne machen. Wenn du vorne stehst, machst du einen großen Schritt nach hinten. Und du stehst, als würdest du auf Schienen stehen. Also sozusagen nicht so die Füße hintereinander. Das ist jetzt keine Balanceübung, sondern dass du gut Platz hast. Du darfst deine Matte hier komplett ausnutzen, diesen Space, den du hier hast. Und dann kommen wir hier in den hohen Ausfallschritt von dem niedrigen, den wir eben hatten, in eine höhere Variante. Und dann schau gerne, dass um dein Knie zu beschützen, dass es nicht so nach innen fällt, sondern dass es außen bleibt. Spreiz vielleicht nochmal deine Zehen. Ich bin jetzt auf der rechten Seite. Und dann schau, dass du vielleicht, ob es dir möglich ist, als wären hier so Scheinwerfer an deinen Hüftknochen, die nach vorne auszeichnen. Und es kann sehr gut möglich sein, dass diese traditionellere Variante, den einen Fuß auf dem Boden zu lassen, so ein bisschen nach außen gerichtet, den hinteren, sich total ungut anfühlt im Hüftbereich, im Knie. Dann komm hier gerne in die volle Variante des hohen Ausfallschritts und wechsel einfach auf deinen Ballen, auf deinen Fußballen.
Genau, also das nach, je nachdem, was dir entspricht, ist das die Variante, wie wir in die erste Heldinnenpose finden. Dafür darfst du gerne deine Arme nach oben richten. Und das ist auch eine Haltung, die viel mit Kraft zu tun hat, mit Klarheit im Kopf. Und dafür kannst du vielleicht mal schauen, ob es einen Fokuspunkt gibt, wo du dich hinzentrieren möchtest nach vorne. Vielleicht gibt es auch einen Wunsch gerade in deinem Leben, eine Sehnsucht und ein Ziel. Und du siehst das da in der Ferne. Oder du guckst nach oben, bringst vielleicht auch deine Hände aneinander. Und dann hast du doch wieder ein gewisses Balance-Element mit drin. Mir geht es mehr um die Stärke dieser Pose, diese Aufrichtung, die Qualität und das, was du jetzt vielleicht in deinem Körper dadurch wahrnehmen kannst. Und dann lade ich dich doch ein, die Hände aneinander zu legen. Als würdest du hier die Zeigefinger zeigen nach oben, wie so eine imaginäre kleine Pistole. Was nennt sich das? Kali Mudra. Es kann auch ein imaginäres Schwert sein, das du jetzt, wenn du magst, mit deiner Ausatmung tief bringst und nach vorne richtest und einmal durch alles schneidest, was eigentlich sogenannte Täuschungen sind, also sogenannte, in unserem Sinne, vielleicht Körperbilder und Bilder von dir, die dir nicht mehr dienen, die dir eher wehtun. Und das einmal ganz klar in dieser starken Geste zu durchtrennen, die Verbindung quasi von Gedanken und Kopf und Körper. Die Verbindung zu trennen und was Neues zu schaffen. Eine neue Straße da einzubauen. Und dann löse. Mach einen großen Schritt nach vorne oder mach einen großen Schritt nach hinten. Schüttel dein Bein aus. Komm hier wieder an. Lass dir Zeit. Die alten Selbstbilder, die nicht mehr dienen, die inneren Stimmen, die abwerten. Alles aus gutem Grund, das wissen wir, darum wissen wir, dass es schützen möchte. Und dass es jetzt Zeit ist, Platz zu machen für was Neues. Jetzt weißt du, was auf der anderen Seite kommt. Ich lade dich ein, die Beine zu wechseln, je nachdem. Großer Schritt nach hinten, großer Schritt nach vorne, wie du magst. Und auch hier zu schauen, darf hier der Fuß so nach Außenkante so ein bisschen schräg nach außen gerichtet sein oder möchtest du lieber auf deinen Fußballen kommen? Dein Knie orientiert sich eher nach außen als nach innen, ist ungefähr im rechten Winkel. Und dann richtest du dich auch hier auf, kommst in die Heldinnenposition auf die auf der linken Seite, zumindest ist bei mir die linke Seite, kommst hier erstmal an, nimmst wahr, möchtest du hier die Hände aneinander legen, nach oben schauen? Möchtest du hier Weite spüren und nach vorne schauen in dieser, hier bin ich, Aufrichtung, Klarheit, Kraft. Vielleicht ein Ziel, ein Wunsch vor Augen. Und nimm hier gerne 2, 3 Atemzüge, komm hier an. Und dann bringst du auch hier wieder deine Hände zueinander. Deine 3 Finger greifen ineinander, Zeigefinger und Daumen liegen aneinander. Wie ein Schwert, das jetzt mit deinem nächsten Ausatmen, wenn du magst, nach vorne, vielleicht auch mit einem Sound, den du machen möchtest, durch das schneidet, was dir nicht mehr dient. Das durchtrennt die Verbindungen, die da bestehen an Synapsen sozusagen, um Weg zu machen, Raum zu machen für, ja genau, für einen neuen Weg. Wir bauen hier eine neue Straße ein. Vielleicht noch 1, 2 Mal. Vielleicht magst du deinen Atem rauschen lassen. Vielleicht magst du ihn bewusst durch den Mund ausatmen dabei als Reinigung. Und dann löst du hier auch und kommst wieder aus dieser Haltung raus. Schüttelst einmal deine Beine aus. Und nach so einer kraftvollen Haltung braucht es eine extra Portion Selbstfürsorge, um nachzunähren. Schau hier, was dir gerade entspricht. Ob du vielleicht deine Arme einfach ganz unkompliziert aneinander legst
Und das auch vielleicht mal im Wechsel, einmal die eine Seite, dann die andere Seite. Und hier liegen möchtest und halten möchtest. Und ich erinnere dich auch hier nochmal daran, dass alles erlaubt ist und dass du nicht irgendetwas richtig oder gut machen musst. Darum geht es nicht im Leben. Es geht darum, mit dir in Verbindung zu sein. Das zu machen, was dir entspricht. Wieder das, die Sprache zu hören deines Körpers, der dir ja sagt, was er liebt, was er braucht. Spür nochmal nach. Und weil es unkompliziert sein darf, lade ich dich jetzt ein, wieder ins Sitzen zu finden, auf deine Art und Weise. Vielleicht magst du dich auf einen Stuhl setzen, vielleicht magst du dich auf deine Matte legen, sogar auch das geht, oder dich anlehnen an eine Wand, oder du gehst jetzt auf dein Bett. Finde einen für dich bequemen Sitz, gib dir Höhe, schnapp dir eine Decke, gib dir Wärme. Und dann lade ich dich von hier ein, eine Atemübung, so ein bisschen zur Integration, zum Ausbalancieren der verschiedenen Kräfte, die wir gerade bewegt haben, mit mir zu praktizieren. Und auch hier gibt es wie immer eine Wahlmöglichkeit oder eine Palette an Wahlmöglichkeiten, wie du das Ganze machen kannst. Du könntest einfach ohne Hände dabei, das ist die wechselseitige Nasenatmung, das Nadi Shodhana, die ist dir bestimmt geläufig, wenn du häufiger Yoga praktizierst, die ist ganz wohltuend, um die verschiedenen Energiekanäle zu balancieren, alles wieder in Balance zu bringen. Und genauso kann man das eben auch über das Nervensystem erklären. Also traditionellerweise macht man das, indem man ein Nasenloch zuhält, durch das andere einatmet und wechselt. Du kannst aber auch die Hände einfach in deinem Schoß ruhen lassen oder auf deinen Beinen und einfach dir vorstellen, dass du links einatmest, rechts aus, rechts einatmest, links aus. Oder du nimmst eben eine Hand an deinen, möglich wäre hier den Daumen zu nehmen, denn das entspricht zu deiner Handhaltung, vielleicht den Daumen an dein eines Nasenloch und den Ringfinger an dein anderes Nasenloch. Hallo. Und dann, genau, ich muss gerade an meinen Sohn denken. Der sagt nämlich immer, hallo Herr Nasenbär. Genau, also, und dann zu öffnen und zu schließen, wie es für dich passt. Du kannst die Hände dann einfach ruhen lassen. Also du würdest zuerst das rechte Nasenloch verschließen, durch das linke einatmen. Wechseln, das linke verschließen, am Ende deiner Einatmung rechts öffnen, rechts ausatmen. Das klingt komplizierter, als es ist. Jetzt ist das rechte offen, dort atmest du wieder ein. Am Ende deiner Ausatmung schließen, wieder öffnen und ausatmen. Jetzt ist links offen, dort atmest du wieder ein. Am Ende der Einatmung verschließen, rechts aus, rechts wieder ein, links öffnen, links aus. Vielleicht magst du deine Augen schließen dabei oder auf einen Punkt vor dich hinschauen, links wieder ein. Und dann finde gerne deinen Rhythmus und dein Tempo, um hier weiterzumachen. Und wie gesagt, sehr gerne könntest du das auch einfach imaginativ bewegen. Also rechts ein, links aus, links ein, rechts aus, rechts ein, links aus. Und dann gehen wir hier vielleicht noch für 3 bis 4 oder auch 5 Atemzüge genauso weiter vor. Dein Rhythmus, dein Atemtempo. Und wir treffen uns dann gleich wieder.
Stelle gerne, wenn du auf der Seite ankommst, auf der du begonnen hast, um den Kreis zu schließen. Löse dann deine Hände, falls du sie genutzt hast. Und dann atme mal durch beide Nasenlöcher wieder ganz gleichmäßig, so wie es dir entspricht. Und schau mal, was du wahrnehmen kannst, wie sich das jetzt anspürt. Irgendwie freier, irgendwie weiter, irgendwie ruhiger. Und dann lade ich dich hier ein, für die nächste Übung dir vorzustellen. Vielleicht magst du es auch mit deinen Händen unterstützen, dass deine Energie bei dir verortet ist. Vielleicht indem du hier nochmal deinen Körper sanft abstreichst. Vielleicht indem du deine Hände aneinander legst oder auch ineinander faltest. Vielleicht indem du deine Hände zu deinem Brust- und deinem Bauchraum bringst. Dir vorzustellen, deine Energie ist bei dir verortet. Und deine Energie bleibt jetzt bei dir, während du mit deiner Wahrnehmung mehr ins Außen wanderst. Und feststellst, deine Energie bleibt bei dir, während du mit deiner Wahrnehmung jetzt vielleicht den Raum erfasst, in dem du gerade bist. Vielleicht lässt du deine Augen nochmal schweifen. Du spürst, deine Energie ist bei dir. Vielleicht magst du dir sogar vorstellen, dass du über den Raum hinausgehst und das Haus, in dem du vielleicht gerade bist, mit noch erfasst in deiner Wahrnehmung. Du kannst dir deine Augen wieder ruhen lassen oder schließen, um dir das mehr zu vergegenwärtigen. Und deine Energie ist bei dir und deine Wahrnehmung wird weiter. Vielleicht weitet sie sich sogar aus auf die Straße, in der du lebst, oder das Viertel oder die Siedlung. Und deine Energie bleibt bei dir. Und vielleicht weitet sich deine Wahrnehmung sogar aus auf deine gesamte Stadt und über die Stadtgrenzen hinaus, während du mit der Energie bei dir bleibst. Vielleicht sogar auf das ganze Land, dass du deine Wahrnehmung ganz weit werden lassen kannst, vielleicht sogar auf den gesamten Planeten. Während deine Energie ganz klar bei dir verortet ist. Vielleicht sogar bis in den Weltall, bis ins Universum hinein, kann deine Wahrnehmung sich weiten und deine Energie bleibt bei dir. Dann lade ich dich ein, langsam wieder mit der Aufmerksamkeit ganz zu dir zu finden, deine Wahrnehmung wieder zurückzuziehen sozusagen und dir in einem nächsten Schritt vorzustellen, dass dir eine geliebte Person gegenüber sitzt. Und du bleibst mit deiner Energie bei dir, so wie jetzt auch zuvor, und weitest deine Wahrnehmung auf diese Person aus. Bist mit deiner Energie bei dir und weitest deine Wahrnehmung aus.
Und dann lade ich dich ein, wahrzunehmen, wie es ist, wenn du jetzt auch mit der Energie zu dieser geliebten Person gehst. Was sich dann vielleicht verändert. Wenn du mit deiner Wahrnehmung und deiner Energie zu dieser geliebten Person gehst. In jeder Zeit kehre wieder mit der Energie zu dir zurück, wenn du das Bedürfnis danach hast. Und kehre dann auch wirklich schlussendlich mit der Energie zu dir zurück. Und bleib mit der Energie bei dir, während deine Wahrnehmung nochmal Raum geben kann für die geliebte Person. Und dann komm hier ganz langsam wieder an. Und lass die Energie bei dir. Die ganz herzliche Einladung, die Energie bei dir zu verorten. Vielleicht auch in Form von kleinen Ritualen am Tag. In Form von, ich bringe das zu meinem Herzen oder in Form von, ich spüre hier meine Körpergrenzen. Aktiviere die Energie in mir. Deine Energie bringt dir deine Kraft und sorgt für Klarheit und Ausrichtung. Und dann lade ich dich nochmal ein, dir die Intention nochmal in dir ins Gewahrsein zu rufen, während ich dir zum Abschluss dieser Stunde noch einmal das Gedicht vorlese. Von Mary Oliver, Wild Geese. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clear blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, over and over, announcing your place in the family of things. Spüre gerne noch einen Moment nach. Vielleicht magst du dich hinlegen. Vielleicht magst du dich anlehnen. Nimm dir die letzten paar Minuten zum finalen Nachspüren zur Integration. Schau, was die Worte in dir bewegt haben. Reise vielleicht nochmal durch deine Körperhüllen, über den physischen Körper. Der Emotions- und den Gedankenkörper. Den Energiekörper. Hin auf die Bewusstseinsebene. Über die Bewusstseinsebene, das beobachtende Element in dir. Zu deinem Verbundenheitsgefühl. Wie ist es jetzt gerade? Bis hin zu dem Kern, dein dir wahres Wesen, das eigene Wesen.
Nimm dir hier gerne nochmal 3 bis 4 tiefere Atemzüge oder Atemzüge, die dir entsprechen. Du hast die Reise vollendet. Du bist durch eine kleine verkörperte Reise zur Würde gereist. Welche mini, mini kleinen Unterschiede nimmst du vielleicht wahr? Was hat sich verändert? Vielleicht auch größere Unterschiede. Ich möchte dir von Herzen danken, dass du mitgereist bist, für dein Vertrauen, für deine Zeit, deine wertvolle Zeit. Und ich möchte dir einfach nochmal von Herzen mitteilen, von Herzen mitgeben, dass ich an dich glaube. Von ganzem Herzen. Ich freue mich, wenn wir verbunden bleiben. Und wünsche dir alles, alles Gute. Deine Larissa.